Wow, hallo ihr Lieben, schön dich zu sehen. Hallo. 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 Guten Abend, Eva. Guten Abend, ihr alle. So, das, was du gerade gehört hast von Falco, das ist wirklich, wie es aussieht, wenn wir zu einem Kurs in Wundern kommen und wenn wir seine Führung akzeptieren. Ne? Out of the dark, aus der Dunkelheit heraus, hörst du eine Stimme, die dir sagt, into the light, ins Licht. Und diese ganzen 1400 Seiten sind wirklich nur da, um den Geist zu trainieren, dass es da keine Angst geben muss, um im Licht zu verschwinden. Ne? Und ich bin natürlich höchst dankbar für jede Lektion, die der Kurs mir anbietet, jeden Tag, weil es sich um diesen aktiven Geisteswandel dreht. Es handelt sich darum, dass ich die Macht habe in meinem Geist über alles, was ich sehe, wahrnehme, empfinde, erfahre, zu verändern. Und im Zusammenhang mit dieser Wahl, die uns in dieser Lektion 351 und so in jeder Lektion angeboten wird, wird auch der Bezug auf den, es wird der Führer genannt, ne? Wen vertrauen wir uns an? Von wem lassen wir uns führen in das Licht hinein? Das heißt, wir haben einerseits die Freiheit und es wird uns gezeigt, dass wirklich alle Macht und alle Kraft in uns selbst liegt, um zu wählen, um die Entscheidung zu treffen, wie wir uns erfahren möchten. Weil so, wie ich meinen Bruder sehe, wird genau das sein, was ich denke, wer ich bin und wie ich mich erfahren möchte. Und natürlich werden hier die Gegensätze aufgezeigt zwischen sündhaft oder sündlos, sündig oder sündlos. Und natürlich ist die Erfahrung entweder Schmerz oder Freude, Frieden. Und der uns führt, der Christus, der uns führt, unser Heiliger Geist, der uns führt, dein ganzer erwachter Geist außerhalb vom Raum und Zeit, der dich führt, kann nichts für dich machen, wenn du nicht bereit bist, die Wahl zu treffen. Und du siehst, da ist überhaupt keine Magie im Zusammenhang oder da ist keine Geheimnisse gibt es hier, sondern es ist ganz einfach und angeboten, da ist es am Tisch und die Wahl ist mein, die Wahl ist dein. Und wie ich sehe, einige bereiten sich ja schon vor für das Weihnachtsfest und stimmen sich ein. Und ich werde auch versuchen, hier ein paar Beiträge zu machen für diese Einstimmung. Und ja, ihr könnt gerne Kerzen hochhalten, wie ihr möchtet, das ist alles okay. Ich werde vielleicht dann ein bisschen musikalisch noch etwas hinzufügen, um die Weihnachtsstimmung anzureizen. Jeder hat da auch so seine Empfindungen, seine Erinnerungen daran und die können genauso in beide Richtungen gehen. Die können genauso als sehr schmerzhaft oder als sehr freudvoll und liebhaft und friedensvoll erfahren werden. Nur natürlich jetzt mit dieser Ausrichtung, mit ihm, wollen wir natürlich alles, was uns Schmerz angeboten hat, transformieren und loslassen und ja, nach Hause bringen in einer neuen Sicht, in einem neuen Sehen. Und das ist wirklich nicht schwierig, aber es ist wirklich alles, was wir zu tun haben. So, dein Hierherkommen, dein Teilnehmen hier ist eigentlich deine Deklaration und deine Entschlossenheit, dies dir selbst und deiner Welt zu zeigen und dich selbst darin zu lehren, dass du bereitwillig bist, all das, was dich in der Hölle buchstäblich beließ, nun im Licht verwandelt, umgewandelt, neu zu sehen, neu mit dir mitzunehmen, ohne Angst, ohne Schuldgefühl, ohne Schuld- oder Sündenprojektion.
Und wenn wir uns diese Lektion 351 gleich zu Beginn anschauen, das ist ja auch etwas, was wir uns auch ganz gut merken können und uns einander anbieten können, wenn wir uns in Walmart oder in irgendeinem Supermarkt, bei euch heißt es ja KDW oder wie auch immer, treffen, dann kannst du das dich genauso erinnern, dass, okay, mein sündenloser Bruder, ne, das ist wirklich jeden, den ich treffe, jeder, der in meinem Geist erscheint, ist mein Führer zum Frieden. Und mein sündiger Bruder, wenn ich nicht anders kann und nach wie vor aus dem Ego heraus, aus der Vergangenheit, aus dem Groll aus der Vergangenheit, es so behalten möchte und mich erfahren möchte, dann ist er mein Führer zum Schmerz. Und welchen ich zu sehen wähle, den werde ich erblicken. Und ich werde, wie ich bereits eingangs gesagt habe, niemand anderen erblicken als mich selbst. Und so werde ich meinen Bruder erblicken, so wie ich bestimme und wähle, mich selbst erblicken zu wollen. So, wer ist mein Bruder sonst, wenn nicht dein heiliger Sohn, Vater? Wenn nicht die vollkommene, ganze, geheilte Schöpfung, der Schöpfungsgedanke selbst. Und wenn ich ihn als sündig sehe, hier ist es, erkläre ich mich selbst zum Sünder, nicht zum Sohn Gottes, allein und ohne Freund in einer Welt voll Angst und Furcht. Ja, und das ist auch wie, das war so mein altes Programm, nicht wahr? Das war so die Rolle, die ich mir selbst zugeteilt habe. Die Rolle in diesem Traum, in diesem Spielfilm, des sich getrennt Fühlens und getrennte Wege und alles getrennt zu sehen, wahrzunehmen und zu erkennen. Die Rolle war tatsächlich, mich aufzusetzen als jemand, der kläglich scheitert mit allen Ansätzen von Erlösung, Erlösungsansätzen innerhalb der Welt. Ne? Und ja, danke für so eine Klarheit an Erinnerung, dass die Erlösung wirklich nur in mir selbst gefunden werden kann. Und alles, was aufgesetzt wurde in der Vergangenheit, war ja aufgesetzt, um sie da draußen irgendwo, ein heiliger Ort, eine heilige Idee meiner selbst, nicht wahr? Ein heiliger Führer. Ne? Oder, und das, was unter heilig bezeichnet wurde, war ja gar nicht so heilig, weil diese Götzen wirklich ausgestattet wurden mit all möglichen Qualitäten, die uns aber letztendlich, weil wir die Verantwortung, weil ich die Verantwortung nicht selbst übernommen habe, mich hier belassen hat, mich auf der Zeitlinie belassen hat. Und dann kann man zwar sagen, naja, ich bin ja eh mit dem Guru Dingsdi-Bumsdi, aber ich bin auf der Zeitlinie, irgendwo an der Zeit. Und so auch dein Guru Dingsdi-Bumsdi. So lange, bis du wirklich eine Entscheidung triffst, dass du verantwortlich bist, was du siehst und dass du diese Verantwortung übernimmst über die Erlösung der Welt. Und das ist nichts anderes als genau das, was uns diese Lektion 351 lehrt, nämlich jeden Einzelnen, alle und alles in dieser neuen Sündenlosigkeit, Schuldlosigkeit, Unschuld in Liebe zu begegnen und zu sehen. Doch diese Wahrnehmung ist eine Wahl, die ich treffe und die ich aufgeben kann. Ich kann auch meinen Bruder sündenlos sehen als deinen heiligen Sohn. Und mit dieser Wahl sehe ich meine Sündenlosigkeit, meinen immerwährenden Tröster und Freund. Das ist, wie wir wissen, wie der Heilige Geist Jesus Christus als seine Manifestation auch bezeichnet. Und so bezeichnet er dich, mich, uns alle als Freund. Und er ist damit auch unser Freund. Und er ist unser Tröster, großgeschrieben. Er ist unser Übersetzer von allen illusionären Gedanken in das Licht, in die Wahrheit.
meinen immerwährenden Tröster und Freund, neben mir und meinen Weg, sicher und klar. So wähle denn für mich, mein Vater, durch deine Stimme, denn er allein urteilt in deinem Namen. Der wahre Führer, der Christus in dir, den du jetzt berührst und der jetzt aus dir heraus sich ganz natürlich, ohne irgendetwas zu tun, ohne irgendeinen Aufwand, ohne eine Bemühung, sich zeigt und kommuniziert und ausdehnt, erinnert dich daran, dass das tatsächlich deine Natur ist und dass das alles in dir liegt und dass du wirklich dass du keine Ausrede mehr hast, jeden Moment lang diese Gaben, die wir als die Gaben des Christkinds, diese Weihnachtsgaben dann einmal im Jahr miteinander austauschen, in Wirklichkeit immer mit uns tragen und dass sie viel, viel weiter gehen, als was wir jemals in Materienform uns anbieten oder geben könnten. Weil es ist wirklich die Gabe der Liebe. Es ist wirklich die Gabe der Unschuld. Es ist die Gabe der Sündenlosigkeit. Es ist die Gabe des Lichts. Und hier nur einen kurzen Zusammenhang, weil natürlich auch die Einleitung ist etwas ganz, ganz Großartiges, immer wieder mitzunehmen und zumindest zweimal täglich morgens und abends darüber nachzudenken. Und wir sind jetzt angelangt, mehr oder weniger 2 Wochen vor Ende dieser Geistesschulung, bei der Frage und der Antwort, was ich bin. Vielleicht findest du gar nicht so sehr einen Unterschied zwischen wer du bist und was du bist. Aber vielleicht ist da gar kein Zufall, dass Jesus hier was gesagt hat, weil er direkt auf Qualitäten, die du bist, die du natürlicherweise bist, was die Qualitäten deines reinen Geistes sind, eingeht und sich in dem Sinne gar nicht kümmert darum, wer du bist, auf einer konzeptionellen Ebene dir erklärend, wer du seist, sondern wenn wir wirklich in die Erfahrung eintreten, was wir sind, verliert sich der Sinn des Ich-Seins oder des Getrenntseins als Ich von selbst. Ich finde das ganz, ganz großartig als eine wirkliche Beschleunigung in dem, was wir Geistesschulung bezeichnen. Und im letzten Absatz dieser Einleitung spricht er über dich, über mich, über uns alle hier. Und er verwendet den ersten Fall Plural. Ne? Wir sind die heiligen Boten Gottes. Ja, und vielleicht wiederholst du das einfach, wenn du schon das Mikrofon offen hast. Du kannst es auch gerne raushusten. Die Welt wird das verstehen. Sag einfach, wir sind die heiligen Boten Gottes. Wir sind die heiligen Boten Gottes. Okay, Elko, du hast den Beginn gemacht. Danke, das ist sehr mutig. Jetzt werden gleich andere nachfolgen. Der Erlösung. Wir sind die heiligen Boten Gottes. Die heiligen Boten Gottes. Wir sind die heiligen Boten Gottes. Ja, und verstehe das in deiner Erfahrung. Ja. Bote ist diese ausdehnende natürliche Qualität von dir. Ja? Es ist das, was sich natürlicherweise kommuniziert. Ja? Das ist das, was sich wirklich anfühlt. Was sich wirklich anfühlt, genau, Kerstin. Wir sind die heiligen Boten Gottes, die für ihn sprechen und indem wir sein Wort, Gottes Wort, zu jedem tragen, den er zu uns gesandt hat, lernen wir, dass es in unsere Herzen eingeschrieben ist. Und also wird unser Denken über das Ziel geändert, für das wir kamen und welchem wir zu dienen suchen. Wir bringen dem Sohn Gottes, der dachte, dass er leide,
Das habe ich zuerst gar nicht so sehr gesehen heute Morgen. Ne? Der Sohn Gottes, der dachte, dass er leide. Ja, das ist, wo diese Selbsttäuschung, dieses Band, das wir tausende von Jahren uns selbst abgespult haben, ne? Das, was wirklich die Garantie war zum Scheitern, ja, war okay. Und bemerke, er sagt, dachte, da ist keine Wirklichkeit da. Du hast nur gedacht, dass du leidest. Und wir bringen ihm eine frohe Botschaft. Was ist die frohe Botschaft? Die frohe Botschaft, die ich dir jetzt bringe, ist ganz etwas ganz, ganz Einfaches und Simples. Du bist jetzt frei. Du bist bereits erlöst. Du bist jetzt erlöst. Was ist deine Antwort? Ja, stimmt mal rein. Halleluja. Halleluja, das ist die Wahrheit, ja. Das Geschenk an. Ich bin sprachlos, das ist meine Antwort. So, wir bringen ihm eine frohe Botschaft. Nun ist er erlöst. Das ist die frohe Botschaft. Und wenn er des Himmels Pforte vor sich offen stehen sieht, wird er eintreten und in Gottes Herz entschwinden. Aus der Dunkelheit hörst du die Stimme und du folgst dieser Stimme und gehst in das Licht, trittst ein durch das Himmeltor und entschwindest im Licht Gottes. Und das ist wirklich alles, woran wir uns erinnern, was die einzige Wahrheit über uns jetzt ist. Das ist die einzige Aktion, weil es eine geistige Aktion ist. Ich brauche nur meinen Geist ändern darüber, was ich meinte oder was ich wertschätzte für mich, wie ich mich hier erfahren möchte. Und wenn ich genug habe, mich mit dem Auf und Ab zu erfahren, wie das menschliche Drama aufgesetzt wurde, na, das Skript, das Drehbuch. Und dieses Drehbuch hat ja niemand für dich geschrieben. Das hast du dir selbst geschrieben. Wenn es darum gegangen ist, hier zu bleiben, hier dich zu erfahren, hier dich auch zu verbessern, eine bessere Ausdrucksweise, ein besseres Verhalten. Das alles ist zu langsam, wenn wir wirklich mit dem Kurs mitgehen und mit diesem Angebot. Jesus wird dir nie anbieten, komm nach Hause in einer Woche, wenn wir Weihnachten feiern. Komm nach Hause in 3 Monaten, wenn wir Ostern feiern. 2-mal im Jahr reicht dir aus. Ne? Das wirst du nie hören. Wir werden immer nur vernehmen, komm jetzt nach Hause. Dein Vater erwartet dich mit offenen Armen und erinnere dich, dass du dein wahres Zuhause nie verlassen hast. Und ich bin ein bisschen verwirrt manchmal, wenn ich diese unzähligen Medien, Mittel, Methodiken angeboten bekomme, wie ich dorthin kommen könnte oder wie ich mich daran erinnern könnte. Und es ist, was mich verwirrt, ist ganz einfach, weil es so viele unterschiedlichste Ansätze gibt, die letztendlich über dasselbe Ziel einen Ausdruck oder einen Hinweis geben. Aber meines Erachtens verliert es sich in der Aktion, weil, wenn es sich nicht um einen Geisteswandel handelt. Ich weiß mit Bestimmtheit, dass ich hier nicht rauskommen konnte, ohne meinen Geist zu verändern. Und das gilt für den jetzigen Moment genauso. Dass der menschliche Geist kann nur durch einen Geisteswandel Erlösung erfahren. Freiheit,
von der Vergangenheit, von dem konzeptionellen Selbst erfahren. Und ob das jetzt ist, was wirklich verwirrend ist, ist in den, ganz besonders, weil es ja unzähligste Atemübungen gibt. Ne? Und da ist es, ich bin schon wirklich verwirrt, was ich beim Einatmen oder beim Ausatmen machen sollte. Ne? Sollte ich jetzt das Licht des Himmels einatmen oder ausatmen? Und dann sagt jemand, stopp deinen Atem mal und ich sage dir dann, wann du wieder einatmen sollst. Und jetzt atmen wir den Groll aus. Oder, also, und dann gibt es ja, das letzte Mal habe ich eine Übung von jemandem gehört, das ging so, ne? Wollen wir das machen gemeinsam? Ja, und ich stelle dir dann eine Frage, okay? So, alle haben ihre Kameras eingeschaltet und die Anleitung war so, dehne, gib das Licht des Himmels, Blick auf einen Bruder und dehne das Licht deines Geistes zu dem Bruder durch die Kamera aus. Also Blick in die Kamera und dehne das Licht des Himmels aus, ja? Okay, du hast 2 Sekunden dafür, wunderbar, du warst sehr erfolgreich damit. Jetzt meine Frage. Und zwar, die Frage ist, mit was oder wen hast du jetzt kommuniziert und hast das Licht ausgedehnt? Jemand irgendeine Idee? Den Sohn Gottes. Ja, ich bin ein bisschen pragmatischer. Deswegen habe ich ja das Beispiel hier hergenommen, weil ich nur sehe, dass ich das Licht auf meine Kamera ausgedehnt habe. Ja? Oder auf dem Bildschirm meines Computers. Das bist ja nicht du. Das ist ja nicht irgendjemand. Das ist ganz einfach. Ein Bild auf dem Computer oder eine Kameralinse. So, was passiert, wenn ich wirklich immenses Licht auf ein Objekt, auf eine objektive Wirklichkeit ausdehne? Es verändert sich. Was muss unweigerlich passieren, Silvia? Es verändert sich. Inwieweit? Bis ins Endlose. Was passiert, wenn es sich verändert ins Endlose? Es ist ansteckend. Es geht nicht ergebnislos zurück. Genau, und wenn es nicht zurückgeht, dann wird es ganz einfach verschwinden. Die objektive Wirklichkeit wird verschwinden im Licht. Ja? Das ist der springende Punkt. So, du hast dann mit deiner Kamera kommuniziert und die Kamera ist verschwunden. Das heißt, niemand kann dich mehr sehen. Es gibt keine Kamera mehr, es gibt keinen Computer mehr, weil du hast das Licht auf dieses Objekt ausgedehnt. Und all das belässt dich auf der Zeitlinie, weil du meinst, dass das außerhalb von dir wäre. Wie wäre es wirklich anzuerkennen, dass es ein rein gedanklicher, ein Geisteswandel ist, zu sehen, dass all meine Kommunikation nur in meinem Geist stattfindet. Ja. Und ob ich Licht ausdehne oder Licht empfange, findet nur im Geist statt. Und es findet ohne Bemühung automatisch und ganz natürlich statt. Das ist wahr. Ich habe wirklich nichts zu tun. Wenn ich meine, ich müsste etwas tun, werde ich mich auf der Zeitlinie befinden und werde ein Resultat in Erfahrung bringen dessen, was ich meinte, was ich gemacht habe. Weil wenn ich Licht auf meine Kamera ausdehne, ja, dann sage ich dazu, dass entweder die Kamera das Mittel wäre oder ich ein Mittel brauchen würde, damit dieses Licht übersetzt wird in das Universum. Oder ich meine, diese Kamera oder dieses Bildchen auf dem Bildschirm würde Erlösung benötigen und ich gebe jetzt diesem Objekt die Erlösung. Nee, die nötigen Mittel, die werden alle glücklich bereitgestellt. So sehe ich es jetzt gerade. Ja, nur du gibst ja, wenn du jetzt meinst, dass diese Kamera und der Computer das glückliche Mittel ist, du gibst ihm die Bedeutung, dass es nach wie vor eine Begrenzung
in deiner Denkweise ist, du hast deinen Geist nicht verändert. Du hast nur etwas, was du meinst, wer du bist, was das Licht des Himmels wäre, ausgedehnt. Aber ich komme ja daher und sage, Erlösung ist nur möglich durch eine Geistesänderung. Ja. Das heißt, ich brauche ja nur alles, ob es jetzt die Kamera ist oder das Bild am Bildschirm, verändert wahrnehmen. Was würde das bedeuten? Dass ich es nicht. Was bedeutet es, den Bruder sündenlos zu sehen? Dass wir alle eins sind. Es ist mir zu konzeptionell. Echt? Wenn du wirklich von deiner Erfahrung sprichst, was bedeutet es, den Bruder sündenlos zu sehen? Das bedeutet, dass ich seine Schönheit sehe und seine Reinheit. Und ja, aber das kannst du auch lernen. Das kannst du lernen und konzeptionell anwenden und studieren, weil das ist ja höchst spirituell, ne? Den Bruder schön zu sehen. Aber wie wäre es, wenn du loslässt, ihn überhaupt zu sehen als eine Existenz, als eine körperliche Existenz? Ja. Wie wäre es, wenn du in deinem Geist siehst, dass da überhaupt kein Körper oder körperliches Bild da ist? Und das ist ein Geisteswandel, siehst du? Das ist eine ganz andere Art und Weise der Wahrnehmung, eine andere Art und Weise zu beginnen, zu denken, wie ich überhaupt meinen Bruder treffen, mich beziehen möchte und letztendlich ständig oder immer, jeden Moment sehen will. Mhm. Und da beginnt es tatsächlich, wo wir feststellen, dass sich die Illusion einer Welt vollkommen auflöst. Und vielleicht sind es eher sogar Momente, in denen wir einfach etwas teilen, was uns freudvoll stimmt, was etwas ist, wo wir wissen, da gibt es nichts zu verstehen. Ja? Wo wir singen und tanzen und Witze erzählen oder uns einfach erfreuen, da zu sein oder uns einfach freuen, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ich bin glückselig, dich hier jetzt zu sehen, selbst in der physischen Form, aber ich bin gewillt, hinter der oder durch diese physische Form mein eigenes Licht zu erkennen. Ja? Ja. Okay, vielleicht machen wir das, ich mache mal hier Halt und ich werde einen meiner Lieblingssongs hier auflegen, von etwas, was anregt. Ihr könnt gerne mittanzen, ein paar Minuten, das schadet ja niemanden. Von Lady Gaga, okay, was habe ich hier? Klingt ganz gut. Just Dance von Lady Gaga. Okay, und wir sind gleich wieder zurück. Und fühl dich einfach frei, einfach dich zu freuen, hier zu sein. Ja. Was ganz Bestimmtes. Und zwar mit dieser neuen Erkenntnis, ne, hier hindurch zu blicken, durch alle Bedeutungen, wie ich sie allen Dingen gegeben habe, und dahinter wirklich das zu entdecken, was meine Erlösung ist, und das in mir zu finden, so diese Aufgabe natürlich habe ich mit allen Sachen. Ne? Und ich hatte wirklich so heute schon, ich hatte das mit Andreas auch, ich weiß nicht, ob der Andreas hier ist, habe das mal kurz kommuniziert. Und zwar, ich bin noch nicht fertig mit der Porsche-Idee. So, die Porsche-Idee ist genau dafür da, um hier zu beginnen, hinter der Idee tatsächlich zu erkennen, was bereits erlöst ist. Ne? So, ich habe mich mal interessiert, möchte mal wirklich wissen, woher kommt denn überhaupt das Wort Porsche? Ne? Man könnte es aufteilen, Porsche, ne? Por ist zum Beispiel auch ein spanisches Wort, ne? Hindurch wird das sogar genannt. Und ich weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, dass das Wort Porsche existiert nur in der Kraftfahrzeugswelt. Ne? Wenn du im Duden nachblickst,
wird nur auf das Kraftfahrzeug Porsche hingewiesen. Und wir vielleicht, weiß jemand, wie der Erfinder von Porsche geheißen hat? Der Ferdinand. Ganz genau, der Ferdinand war das. Der Ferdinand und hat Porsche geheißen. Dieser Ferdinand, nachdem der eigentlich ein Auto gemacht hat, das gar nicht Porsche geheißen hat. Der erste Porsche wurde nicht Porsche bezeichnet. Und ich möchte hier wirklich mal hinarbeiten, dass ich in meinem Geist voll und ganz jenseits aller Bedeutungen und aller Wertvorstellungen gehe. Ne? Und was da reingekommen ist über das Netz, war, so, ich muss das hier mit Screensharing dir zeigen. Und zwar, wird mir hier gar nicht angeboten zu zeigen, was das. Das wäre aber schade. Ja, es gibt mir nicht die Möglichkeit, jetzt das vielleicht Porsche Screen mal sehen. Ah ja. Ah. Aber jetzt seht ihr nur diesen Teil, ne? Aber ihr seht das, ja? Okay, das wäre jetzt, das ist das Auto, das wir uns so gewünscht haben und der Andreas für uns verwirklicht gekauft hat, als du, und du siehst, da ist ja auch einer, der gerade hier unter dem Auto sitzt und gerade etwas installiert, ne? So, das ist wirklich, wie mein Porsche aussieht. Ne? Und das hat sich wahrscheinlich auch nicht sehr verändert. Nun, jetzt komme ich zu einer anderen. Mal sehen, könnt ihr das sehen mit den, seht ihr diese Quoten? Seht ihr diese Beschreibungen? Ja. Hallo? Was seht ihr denn gerade? Konstruiert ein Pfeil. Er ist das dritte Kind von Porsche. Okay, das ist, was ich frage. Ihr könnt das sehen, den Text, ja? Ja, wir sehen den Text. Das ist alles, was ich wirklich über Porsche weiß, als eine Idee der Erlösung. Ja? Das ist alles, was man finden kann. Ich gehe mal auf einige dieser Aussagen ein. Erste Aussagen. Das angeblich erste Modell des Sportwagenbauers ist gar kein Porsche, auch wenn Ferdinand Porsche ihn konstruiert hat. Das haben wir bereits erwähnt. So, hier habe ich ein paar ausgewählt. Nächstes ist, Youssef Fitiani ist seit Kindesbeinen vom Porsche-Virus infiziert. Siehst du, das gibt es auch, einen Porsche-Virus. Andreas ist vom Porsche-Virus infiziert. Mittlerweile nennt der Jordanier eine exquisite Porsche-Kollektion sein eigen. Sein größter Schatz ist ein gelber Porsche Carrera GT. Okay, dann noch etwas Bemerkenswertes. Jeder zweite Käufer des Elektromodells Taycan von Porsche hat zuvor noch nie einen Porsche gekauft. So offensichtlich wurde hier ein Wert angeboten oder gesehen, der über anderen Werten von Porsche steht. So, jetzt hier noch zum Abschluss zwei ganz nette Aussagen. Ein Polizist büßte einen Porsche-Fahrer in der Stadt Zürich wegen Lärmbelästigung. Doch vor dem Porsche des Gebüßten fuhren zwei weitere typengleiche Porsches. Welcher war nun der Lärmverursacher? Und das Letzte, ein 26-jähriger Porsche-Fahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem Porsche von der Fahrbahn abgekommen. Ein anderer Porsche-Fahrer hat ihn abgedreht und geschnitten.
Und das ist wirklich alles, was es über Porsche zu sagen gibt. Also, das kannst du jetzt vergeben und integrieren in eine Erlösungsidee, weil in dem Sinne ja, der Porsche hat ja nur einen Sinn, wenn er zu einem Erlösungsmittel wird. Ne? Das heißt, wenn er anbietet, nicht irgend so eine Geschichte, die wieder zum Leiden oder zum Unglücklichsein anregt, sondern eigentlich anregt, das, wovon wir gekommen sind mit der heutigen Lektion. Ne? Dass sie uns einander, ob jetzt als Porsche-Fahrer oder als Porsche- und Trabi-Fahrer, wenn sich ein Porsche-Fahrer und ein Trabi-Fahrer treffen, dann haben sie Vergebungsarbeit zu tun. Und natürlich wird es genau die Anwendung der Lektion des Tages sein, ne? Wie wir wählen, wie wir uns sehen wollen. Ne? Nun, okay, das war so ein kleiner Ausflug in meinen Porsche-Geist. Ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen, aber ich habe gesehen, dass da letztendlich eine Idee, über die mich freue, mich einfach in den Himmel bringt und katapultiert. Und das ist dann auch schon alles. Ne? Und diese Freuden sind natürlich sehr kurzlebig. Ne? Das ist so wie alle Freuden dieser Welt, die uns für einen Moment lang freudvoll stimmen. Und im nächsten Moment ist es schon wieder die alte Sache. Ist das dieses erste Modell? Ne? Und dann der Geist wird immer hingehen, okay, wo ist denn eigentlich mein neues Modell, meine neue Version meiner selbst? Ne? Das ist, was die Karotte vor dem konzeptionellen Geist immer suchen wird oder immer halten wird. Ne? Und natürlich ist da nichts da, was uns tatsächlich weder befriedigen kann, noch in Frieden bringen kann. Nun, ich gehe in das Kapitel 13, um diese Idee zu bestärken, weil da tatsächlich die Idee beschrieben wird, wie es im Kollabieren der Zeit in unserer Beziehung mit uns selbst, weil mein Bruder reflektiert ja nur mein Selbst, mir angeboten wird und wie ich es in der Transformation meines Geistes nun handhaben will und bereit bin. Und es ist der sechste Abschnitt, die Gegenwart finden, was ja auch ein ganz großartiger Abschnitt ist, den ich auch regelmäßig verwende. Und ich steige da in der Mitte dieses Abschnittes ein. Den Abschnitt kennen wir von der Aussage, dass Zeit sowohl befreien als auch gefangen nehmen, binden kann, je nachdem, wessen Deutung von ihr du anwendest. Und dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft nicht kontinuierlich sind, wenn du ihnen keine Kontinuität aufzwingst. Ne? Wenn ich ihr keine Bedeutung aufzwinge, wenn ich meinem Bruder keine Bedeutung aufzwinge, wenn ich der Idee des Porsche keine Bedeutung aufzwinge. Ja? Da finden wir Befreiung. So, es geht immer darum, mich von der Bedeutung zu befreien. Das ist Geisteswandel. Und im fünften Paragraphen spricht er es dann an, dass das dich in die Lage versetzt, deinen Bruder ohne seine Vergangenheit zu sehen und ihn dadurch als von neuem geboren wahrzunehmen. Ja? Diese Neugeburt, das ist, worum es geht. Ja? Jeder geht durch eine Neugeburt, in dem gezeigt wird, dass nichts, was bislang Bedeutung gegeben wurde, noch Bedeutung oder Wert hat. Seine Fehler sind sämtlich vergangen und indem du ihn ohne sie wahrnimmst, befreist du ihn. Und so ist das für uns selbst auch. Wir befreien uns, wenn wir diese Fehler der begrenzten Bedeutungen von unserem Geist nehmen. Und da seine Vergangenheit die deine ist, hast du an dieser Befreiung teil. So lass keine dunkle Wolke aus deiner Vergangenheit ihn vor dir verschleiern, denn die Wahrheit liegt nur in der Gegenwart und du wirst sie finden, wenn du sie dort suchst, nur in der Gegenwart. Du kannst nicht in die Gegenwart ankommen,
durch irgendwelche Bemühungen oder irgendwelche Methoden oder Mittel. Du bist Gegenwart. Du bist nur im Sein, bist du in der Gegenwart. Alles andere ist Zeitlinie. Du hast sie dort gesucht, wo sie nicht ist, und hast sie deshalb nicht gefunden. So lerne also, sie dort zu suchen, wo sie ist, und sie wird Augendämmern, die sehen. Deine Vergangenheit wurde im Ärger gemacht. Und wenn du sie verwendest, um die Gegenwart anzugreifen, wirst du die Freiheit nicht sehen, die die Gegenwart in sich birgt. Richten und Urteilen liegen hinter dir. Und wenn du sie nicht mitbringst, wirst du sehen, dass du frei von ihnen bist. So schau liebevoll auf die Gegenwart, denn sie birgt die einzigen Dinge, die für immer wahr sind. Und da ist natürlich hinzugefügt die Klarheit in unserem Geist, dass alles, was Vergänglichkeit aufweist, ja, kann uns nicht frei machen, ja, und wird uns nicht glücklich machen. Alle Heilung liegt in ihr, denn ihre Kontinuität ist wirklich. Sie dehnt sich gleichzeitig zu allen Aspekten der Sohnschaft aus und ermöglicht ihnen so, einander zu erreichen. Die Gegenwart ist, bevor die Zeit war, und sie wird sein, wenn die Zeit nicht mehr ist, wenn alle Zeit vorüber ist. Und wann wird das sein? Jetzt. Im gegenwärtigen Moment, genau. In ihr sind alle Dinge, die ewig sind, und sie sind eins. Ihre Kontinuität ist zeitlos und ihre Kommunikation ununterbrochen. Denn sie sind nicht durch die Vergangenheit getrennt. Jedes Bild, das vergänglich ist, trennt. Nur die Vergangenheit kann trennen, und sie ist nirgends. So die Gegenwart bietet dir deine Brüder in dem Licht an, das dich mit ihnen vereint und von der Vergangenheit befreit. Möchtest du ihnen also die Vergangenheit zur Last legen, vorhalten? Sag nein, natürlich nicht. Denn wenn du das tust, dann beschließt du, in der Dunkelheit zu bleiben, die nicht da ist. Und lehnst es ab, das Licht anzunehmen, das dir angeboten wird. Denn das Licht der vollkommenen Schau wird unbeschränkt gegeben, wie es auch unbeschränkt empfangen wird. Und es kann nur ohne Begrenzung angenommen werden. Ohne irgendwelcher Begrenzung. Weil jede Begrenzung ist eine geistige Begrenzung. In dieser einen stillen Dimension der Zeit, die sich nicht wandelt und in der kein Anblick dessen existiert, was du gewesen bist, schaust du auf Christus und rufst seine Zeugen an, damit sie auf dich leuchten, weil du sie aufgerufen hast, weil du darum gebeten hast, weil du gebeten hast, for they have come, denn sie sind gekommen. Und somit sind sie hier. Und sie werden die Wahrheit in dir nicht verleugnen, weil du sie in ihnen gesucht und dort gefunden hast. Jetzt ist die Zeit der Erlösung. Und das ist auch wirklich, was wir als diese Vorbereitung für Weihnachten oder wie immer du das sehen möchtest, wirklich reinlässt in deinem Geist. Jetzt ist die Zeit der Erlösung. Denn jetzt ist die Befreiung von der Zeit. Das ist, was wir feiern zu Weihnachten. Wir feiern in dieser Geburt Jesu, in unserer eigenen Neugeburt, genau die Zeit der Erlösung, die Befreiung von der Zeit. Reiche zu all deinen Brüdern hin und berühre sie mit der Berührung Christi. Das ist Kommunikation im Geist. Dein Bruder ist nicht da draußen, er ist nur in deinem Geist.
Der Porsche ist nicht da draußen, er ist nur in meinem Geist. In der zeitlosen Vereinigung mit ihnen liegt deine Kontinuität, und zwar ununterbrochen, weil du sie voll und ganz mit ihnen teilst. Der schuldlose Sohn Gottes ist nur Licht. Der schuldlose Sohn Gottes, das bist du, das bin ich. Ich, der ich schuldlos bin, bin nur Licht. Du, die du, der du schuldlos bist, bist nur Licht. Nirgends in ihm ist Finsternis, nirgends, denn er ist ganz. Rufe all deine Brüder, um seine Ganzheit zu bezeugen, wie ich dich rufe, dich mit mir zu verbinden. Jede Stimme hat einen Teil, einen Part im Lied der Erlösung, dem Lobgesang, der Freude und des Dankes für das Licht in des Lichtes Schöpfer. Das heilige Licht, das aus dem Sohn Gottes leuchtet, bezeugt, dass sein Licht von seinem Vater ist. Ganz unglaublich und großartige Ausdrucksweise, ist es nicht so? Noch einen Absatz. Leuchte auf deine Brüder in Erinnerung an deinen Schöpfer, denn du wirst dich seiner erinnern, indem du die Zeugen für seine Schöpfung aufrufst. Das ist Kommunikation. Das ist, wo wir das Licht ausdehnen. Indem wir die Zeugen für seine Schöpfung aufrufen, in unserem eigenen Geist. Diejenigen, die du heilst, legen Zeugnis ab für deine Heilung. Denn in ihrer Ganzheit siehst du deine eigene. Das ist genau, was diese Lektion 351 uns heute lehrt. Und wenn deine Lobgesänge der Freude und des Preises zu deinem Schöpfer aufsteigen, wird er deinen Dank erwidern in seiner klaren Antwort, seiner Antwort auf deinen Ruf. Denn es kann niemals sein, dass sein Sohn ihn anruft und ohne Antwort bleibt. Sein Ruf an dich ist nur dein Ruf an ihn. Sein Ruf an dich ist nur dein Ruf an ihn. Und in ihm ist dir geantwortet durch seinen Frieden. Okay, ich belasse es bei diesen paar Paragraphen, aber wie du siehst, das ist ein Abschnitt, dieser sechste Abschnitt in Kapitel 30, lässt nichts übrig. Ne? Das ist wirklich, das ist totale Aufhebung aller Ideen, aller Bedeutungen, alles Ich-Seins, was sich auf der Zeitlinie als existent erfährt, das ist wirklich, was die Illusion ist. Du existierst nicht auf der Zeitlinie, du existierst in Ewigkeit und nur in Ewigkeit. Und die Miniatur der Ewigkeit ist dein Sein und deine Erfahrung im gegenwärtigen Moment. Und das ist, was ein Wunder ist. Und mit dieser Erkenntnis können wir hingehen und Weihnachten feiern, wie immer es traditionell oder uns freudig stimmt. Weil wir fähig sind und dies annehmen, dass wir das Licht erkennen, was wir wirklich sind, was jeder wirklich ist. Und ich weiß nicht, in welchen Klassen ich es bereits ausgedrückt habe. Vielleicht ist es hier in diesem Forum das erste Mal. Solange ich nicht die Fliege in meiner Küche so liebe, wie ich dich liebe,
und wie ich mich selber lieben möchte, müsste Erlösung warten. Aber in dieser Erkenntnis des gegenwärtigen Momentes, des Sehens jenseits des Erscheinungsbildes, liebe ich diese Fliege, wie ich dich liebe, wie Gott uns alle liebt. Und das mag für einen Moment lang als eine spezielle Beziehung sein, die ich mit dieser Fliege habe und letztendlich in den Himmel meines Geistes als erlöst erkenne. Mhm. Wo würde der Unterschied liegen? Wo wäre der Unterschied zwischen dieser Fliege und dir oder mir oder irgendjemandem, wenn ich nicht die Bedeutung, das Urteil aus der Vergangenheit mich selbst darin verurteile und mich in der Kleinheit, Begrenztheit und Getrenntsein halte? Und diese Kraft des Einsseins, das wir jetzt miteinander teilen, das wollen wir uns als Weihnachtsgeschenk selbst geben. Weil, wie wir eingangs bereits gesagt haben, es wird sowieso, es ist ansteckend, es dehnt sich sowieso von selbst aus. Weil es der Natur entspricht. Und die Silvia hat jede Menge Möglichkeiten, das zu üben. Wunderbar. Ich habe mich ertappt, nur um dieses Beispiel zu beenden, vor ein paar Tagen, und wir haben hier in Wisconsin bereits so untertags zwischen -3 bis -6 Grad, und die Fliege hat mich verabschiedet, ich habe wirklich eine totale Kommunikation mit ihr, sie ist auch in den Sessions dabei, und ich habe mich ertappt dabei, als ich rausgehen wollte aus dem Apartment, hatte ich einen Gedanken, weil sie mitgekommen ist zur Tür, die Tür offen zu lassen, damit sie rausfliegen könnte. Und die Stimme war sofort: Bitte deinen Bruder nicht ein Todesurteil an. Und ich habe es zugehört: ist okay, wir gehen anders nach Hause. Das war die Idee des Loswerdens. Ne? Wie könnte ich die Fliege loswerden? Als ein Unterschied meines eigenen ganzen Selbstes. Die Fliege ist nicht eine Fliege. Der Virus ist nicht ein Virus. Der Porsche ist nicht ein Porsche. Dein Bruder ist nicht ein Bruder, wie du ihn aus der Vergangenheit kennst. Das ist die Lektion, in der wir unseren Geist wandeln. Ja, gut. Ich glaube, bei dem belassen wir es für heute. Das ist Information genug, oder? Okay, dann habe ich noch ein paar so, sagen wir mal, einstimmende Songs für die Weihnachtszeit. Mal sehen, was ich. Etwas, was nicht so ganz weihnachtlich ist, aber ein bisschen so amerikanisch, sagen wir mal. Ne? Okay, hier ist das erste Winter Wonderland, jeder kennt das. Und Patti LaBelle, kennst du das vielleicht, dass du gar keine Zeit mehr hast, darauf zu warten, dass Weihnachten bereits vorüber ist? Ich kenne das schon gut. So, hier ist ein Song dafür. Das ist ein bisschen beschleunigt alles, ja. Nee, das ist. Komm gleich.
away. Wow, danke, danke dir, danke euch. Ich freue mich auch schon auf unser Weihnachtsevent und wie ihr vielleicht schon auf der Webseite gesehen habt, gibt es ja ist auch schon das Silvesterprogramm auf der Webseite und angekündigt. Und ja, lade alle ein, mit dir hier in diesem Kreis des Lichtes zu feiern. Und ja, es ist, denke ich, für viele von uns wirklich ein neues Weihnachten auch in diesem Zusammenkommen und zu sehen, dass es, so wie wir es heute geteilt haben, dass es wirklich nicht um irgendetwas Materielles und die Form geht, sondern wirklich um das Erkennen im Geist als ein Geist. Und danke dir auch schon jetzt an dieser Stelle für, sage ich mal, für dein Dabeisein, für deine Entschlossenheit, auch das als eine beständige Form zu wählen, dich hier mit deinen Brüdern im Licht zu verbinden. Ja. Und sicher sehen wir oder nehmen wir die unterschiedlichsten Formen wahr, aber wir haben ja wirklich die Fähigkeit, durch all dies durchzublicken und unser wahres Selbst zu erkennen. So, danke dir, hab einen ganz wunderbaren Abendtag. Morgen geht's weiter mit Simone und Hubert und liebe dich. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke für deine guten Worte. Tschüss. Tschüss, danke. Vielen Dank. Danke, Geberwahn. Danke, ihr anderen alle. Danke euch. Wir einer alle. Ja, genau. Alle einer. Ich einer alle. Yes. Danke, Deva Bahn. Danke. Tschüss, Volker.